Ich habe schon gesagt, ich mache jetzt einfach so eine Stunde lang Among Us als Crewmate. Ich wollte gerade sagen, der Weltrekord geht immer noch weiter von Danja. Ich bin der König. Hey Leute! Was geht? Kanye mit... Danja! Und... René, hallo! Und... Claudio. Ja Leute, Claudio. Heute gibt es nochmal kurz vor Heiligabend eine XXL-Folge für euch. Kommt, dafür packe ich jetzt auch wieder hier ein bisschen was auf meinen Kopf. Wir versuchen jetzt mal die Map Mira. Was machst du so die ganze Zeit, Claudio? König, als wärst du der König. Okay, keine besondere Challenge, einfach nur ein bisschen zocken. Und natürlich ein bisschen nerven. Was für Nerven? So, bis gleich. Bis gleich. Toll, wer hat denn jetzt hier von Nerven gesprochen? Oh, ich bin schon wieder Crewmate. Ich sag's euch heute, eine Stunde lang Among Us spielen, dann ja die ganze Zeit Crewmate. Ich esse jetzt mal Marzipankartoffeln. Ich schaff das nicht mehr. Erstmal Tank aufladen. Ich weiß gar nicht, wo es hingehen muss. Ah, okay, das ist gut. Ich muss hier drücken, einfach nur drücken. Okay. Ja, direkt geht auch schon der Reaktor los, ne? Also ich muss sagen, ich kenne mich auf der Map wirklich überhaupt nicht aus. Deswegen habe ich jetzt auch gar keine Ahnung, was ich hier am besten jetzt machen soll oder wie ich mich jetzt hier am besten anstelle. Weil ich habe auch gar keine Ahnung, wo hier eine gute Stelle ist, um irgendwie hier alleine zu sein. Hier nämlich, glaube ich, eher nicht. Oh, das ist aber süß. Das finde ich aber ziemlich cute. 2, 7, 2, 3, 7. Kahn, komm mir nicht hinterher. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich Kahn gerade nicht höre. Das ist ein bisschen was einfacher mit dem ID-Code. Wo muss ich hin? Das war ja jetzt eher dumm, Kahn. Also das war ja jetzt wirklich eher dumm. Ja, hier ist es ein bisschen ruhiger. So, den ersten haben wir erwischt und sind auch gut daraus wieder entkommen. Und mal schauen, wo ich jetzt ein bisschen lang gehe. Wieso läufst du an dem leblosen Körper vorbei? Es kann noch auf... Ah ne, ist nicht auf Mute. Kahn? Wir hören dich nicht, falls du sprichst. Wo hast du denn eigentlich gefunden? Du hast ja reportet, ne? Ich würde dir, glaube ich, nichts sagen, aber bei Decontamination, sorry. Ja, das Problem ist, ich kenne die Karte tatsächlich echt überhaupt nicht. Ja, als der Reaktor, es ging ja der Reaktor los, der Alarm. Dann waren Braun da, Braun ist aber rausgegangen. Lila, warum lila? Aber warum redet denn Kahn nicht? Kahn, wir hören dich nicht, falls du sprichst. Nee, der sagt gerade gar nichts. Das ist wahrscheinlich wieder eine Challenge. Okay, aber... Ich glaube auch Kahn, wenn er nicht spricht, weil warum läuft er denn an der Leiche vorbei? Wenn es eine Challenge ist, ist es eine blöde Challenge. Ja, wirklich. Weil was mich jetzt interessieren würde, also warum Grau auf Kahn kommt und warum Grün auf dich kommt? Ich weiß auch nicht, um ehrlich zu sein. Braun, ich hatte nicht sogar, also Grün hätte ich eigentlich ausgeschlossen, weil er mit mir gemeinsam rumgelaufen ist. Also ist, weil Grün und Kahn zusammen Imposter sind. Deshalb gehen die auf Claudio. Ehrlich, ist doch klar. Ich glaube, Kahn spricht nicht. Weißt du warum, René? Weil er Imposter ist und nicht gefragt werden möchte, was für Aufgaben er gemacht hat. Ja, kann schon sein. Es ist echt schief. Aber warum redet er denn jetzt nicht? Okay, ich habe keine Ahnung, was Kahn jetzt hier gerade für ein Spiel spielt. Aber kann mir eigentlich auch egal sein. Weil... jetzt erstmal zusehen müssen, dass wir noch ein paar Leute erwischen. Boah, ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich mich hier am besten bewege und wo hier die Leute am ehesten rumhängen. Ah, okay. Cool, das habe ich jetzt verstanden. Was mache ich denn jetzt? René kommt da raus.
Na du kleiner Frechdachs? Ja! Jawohl! Schon wieder! René zusammen? Warum ja. Nicht? Ach, deshalb hast du Grün dann noch umgebracht, oder was? Weil Grün hatte dich ja gesehen, wie du mich umgebracht hast. Ja, aber Grün hat nichts gesagt. Ja, ich habe auch gedacht, was soll das? Und das war auch die Challenge in der ersten Runde. Ich wollte einfach nichts sagen und gewinnen und das hat geklappt. René, natürlich danke, du hast mir natürlich geholfen. War auch, glaube ich, ganz gut, weil du, glaube ich, die Tasten nicht kennst. Doch, ich habe geguckt. Ja, aber du, Claudio, du hast doch gesehen, dass ich war doch da bei Deko und du hast nichts gemacht. Also ich hätte es nur sein können, wer sonst? Ich weiß, aber was soll ich da machen, wenn der Grüne mich beschuldigt und der Braune rausgeht? Da habe ich ja keine Chance mehr gehabt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe damit nicht gerechnet. Aber René, gute Runde. Ja, aber Kahn, ich habe ja gesagt, dass du es bist und ja, dann hat der Grüne mich gewotet. Ich weiß damit, zwar nicht, damit habe ich meine Challenge schon heute geschafft. Dann ja, habe ich natürlich wieder als erstes erwischt heute. Ach, das ist doch schön. Einfach frech. Wir bleiben auf dieser Map. Na gut. Ich habe schon gesagt, ich mache jetzt einfach so eine Stunde lang Among Us als Crewmate. Ich wollte gerade sagen, der Weltrekord geht immer noch weiter von Danja. Ich bin der König. René, haben wir ziemlich gut gemacht diese Runde, finde ich. Ja, fand ich auch. Ja, ich war also auch bei dir kam, weil du nicht gesprochen hast. So, so eine Karte, ja, aber die man genau, gar nicht aber kennt. Genau das war schon wieder. Nicht sprechen und die Challenge gewinnen. Ja, das so, Problem ist, jetzt kann ich entspannt Among Us spielen. Ja, ich konnte René nicht auf meine Seite ziehen, weil du nicht gesprochen hast. So. Ich bin der König. Hat schon super geklappt. Okay, wäre auch schon zu schön gewesen, wenn wir jetzt schon wieder Imposter gewesen wären. Okay, das heißt, jetzt müssen wir vernünftig spielen. Und das heißt, wir fangen jetzt erstmal an, hier unsere erste Task zu machen. Und weiter geht's. Also eine neue Karte ist auf der einen Seite schon echt interessant und man hat als Imposter natürlich auch immer die Ausrede, dass man die Karte nicht so gut kennt, aber ist auch irgendwie schwieriger. Was ist das denn hier? Wo bin ich denn hier jetzt eigentlich? Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich, glaube ich, auch nichts groß machen. Ist die Cafeteria hier auch das, wo man startet? Ah ja, hier ist das. Ich hätte einfach direkt auf den Emergency-Knopf drücken sollen. Einfach, das ist doch einfach. Das hat schon wieder Danja erwischt. Ja, es kann eigentlich nur blau sein. Okay, weil also blau, Roman ja? Und Grün waren gerade bei mir. Er sagt Green, ich glaube nicht. Weil er war gerade bei mir, bei Electrical. Grün und Roman, wer hat denn die Leiche gefunden? Du, wo? Claudio. Ja. Wo? In Cafeteria unten rechts tatsächlich. Schreib das mal rein. Ja, hast du reingeschrieben. Okay. Ich bin hochgelaufen und währenddessen ist Blau runtergelaufen. Problem war, Space Mafia, also Orange war auch schon vorher mit Danja drin. Es könnte halt Orange oder Blau, also einer von den beiden ist eigentlich safe. Okay. Da sind ja auch noch zwei übrig. Nein, der stimmt nicht. War er mit dir? War Blau mit dir? René, war er mit dir? Zwischenzeitlich, glaube ich, kurz, aber die Kombination, nee, war er nicht. Okay, dann lass erstmal auf Blau. Also auf jeden Fall nicht die ganze Zeit, dass man jetzt sagen kann, genau, ich wollte gerade sagen, wir gehen mal auf Blau, weil wir waren nicht so lange zusammen, dass ich Jens ihn irgendwie sichern könnte. Nee, und wenn er es nicht ist, dann ist es nicht Orange oder jemand ist gewendet, aber ist ein bisschen, das ist ein bisschen... So, mal schauen. Ja, sehr gut. Oh, sehr gut. Okay, dann könnte es eigentlich, wir müssen uns gleich die Chats nochmal angucken. So, wie komme ich jetzt hier durch? Muss ich jetzt hier was drücken? Ja, tatsächlich. Und hier muss ich jetzt schon mal warten. Gut, dass jetzt hier gerade keiner mit mir eingeschlossen war. Und hier haben wir jetzt einige Tasks, die wir machen müssen. Kahn hat schon mal nicht vor, mit mir was zu machen. Nee, der muss schon mal auch nur die Aufgabe machen. Okay, ich glaube, das... Obwohl, das sind jetzt drei Leute, da muss jemand gewendet sein, oder? Da wendet die ganze Zeit jemand. Oh nein, da wendet jemand die ganze Zeit. Okay, hier ist jetzt Orange. Und die Lichter sind natürlich. Orange!
Unfassbar. Mann! Beim Reactor sind immer noch zwei Leute. Was soll das denn? Das stimmt doch noch nicht. Ja, es ist orange. Ich wollte gerade reporten. Claudio, bitte, reporte. Reporte. Claudio, reporte doch! Der reportet einfach nicht. Ja, der muss nur noch vor dem Posten sein. Ach, doch. Ah, das ist ein bisschen doof. Boah, wer war denn mit mir jetzt? War das Roman oder... Roman habe ich zwischenzeitlich gesehen. Space Mafia habe ich halt nicht gesehen. Oh nein, das ist so schrecklich. Ich wüsste halt von beiden nicht, wer das ist. You. Roman schießt so scharf gegen mich. Aber warum denn? Okay, Roman hat doch gewotet. Er hat doch gewotet. Gut, ich glaube, das war's für mich. Aber ich wüsste halt nicht, warum. Ich habe jetzt Roman gewotet, aber ich wüsste halt ehrlich gesagt nicht, wer es von beiden ist. Ja, schade, mein Freund. War es doch Space Mafia? Eieieiei. Ja. Ich wollte gerade René reporten und sein Kill-Cooldown war weg. Ja, Space Mafia, der hat das auch ganz frech angestellt. Ja, ich wollte gerade, weil ich bin mit dem Labortask, mit dem Diamanten, bin ich nicht klargekommen. Ich habe zu lange gebraucht. Weil dann wäre der Kill-Cooldown nicht da und ich hätte reporten können und. Ja. Ja, vor allem da, wo das war, da kann man sich ja auch so gut verstecken. Da fällst du auch gar nicht auf, wenn du da erstmal bist als Imposter. Ja, aber hätte, gut gespielt. Fahrradkette. Danja, dich hat's wieder als erstes erwischt. Roman auch, ey, so, er wurde doch direkt als erstes so, it's you, hä? Ruf der Double Kill. Ja, ich mach einfach, jetzt sei mal nicht beleidigt, Claudio. Wie bitte? Jetzt sei mal nicht beleidigt im Chat. Nee, ich bin nicht beleidigt. Und achtet mal bitte auf den Chat, weil vorher hat Orange-Blau auch geschützt. Also ihr müsst mal zwischendurch auf die Chats achten. Claudio Sorti. Stimmt. Ja, Roman? Ja, ist okay, jetzt komm, Runde ist vorbei. Nee, ich bin nicht sauber. Wir bleiben auf dieser Map, ne? Ja. Ja, gerne. Okay, ich muss ehrlich sagen, die Map gefällt mir und ich bin wieder Crewmate. Die Map gefällt mir, aber um ehrlich zu sein... Schon wieder sind wir es? Interessant. Und jetzt vor allem auch mit Claudio, schon wieder mit einem von uns. Jetzt muss ich später wieder zurückkommen. Keine Ahnung. Ach, wer macht das denn immer mit den Lichtern? Dann ja. Warum machst du nicht das? Das war der Locker Room. Ach doch, ich muss ja dahin. Ich muss ja zum Laboratory. Und da kommt. Ich komme dadurch, indem ich da Use drücke. Aber ich bin mir immer noch ein bisschen unsicher, wo hier die beste Gelegenheit ist, um jemanden zu erwischen. Schwierig. Ich glaube, die meisten sind da oben links. Dann halte ich mich da mal so ein bisschen fern, dann schaue ich mal unten rechts vorbei. Aber das sind bestimmt auch ein paar Leute. Oder? Ist hier jemand drin? Nee, hier ist auch kein Wissen. Ja, da. Okay. Schon wieder Danja. Oh, Danja. Ey, das tut mir leid. Du Heuchler! Du Heuchler! Mit Braun und mit Grün. Moment, dein ist gequittet. Der reportet hat es gequittet. War es ein Self-Report? Nein, Grün ist gequittet. Nee, der reportet hat auch. Ich habe gerade unten auf den Chat geachtet. Okay. Also es kann einer von denen kann es auf jeden Fall gewesen sein. Roman auch, okay. Oh, jetzt quitten alle. Oh, was soll das? Okay, ja, gut, okay. Er fertig. Er macht it's Grey. Okay, ich glaube, es ist Roman, weil guck mal, er schreibt It's Grey und der geht raus. Also ich habe jetzt nicht viel gesehen, aber ich war die meiste Zeit mit Space Mafia. Das heißt, der kann es diesmal eigentlich nicht sein. Nee, ich habe keinen gesehen tatsächlich. Ich war unten in Cafeteria und Balconi. Na gut, das kann natürlich auch einer von euch sein, ne? Wo liegt er denn überhaupt? Kam, weißt du das? Wenn er reported hat, dann muss er da bei Deko liegen. Aber ich weiß, dass es, ich glaube, bei der Map gibt es auch ein paar Bugs zwischendurch. Ich würde tatsächlich skippen, weil ich glaube, einer von den Impostern ist rausgegangen. Also ich weiß jetzt nicht wer, aber einer ist auf jeden Fall rausgegangen von drei Leuten. Ja, hoffen wir es, weil sonst müssen wir so langsam einen rausordnen. Nee, wir müssen skippen. Also ich bin sicher, dass einer von den Impostern rausgegangen ist.
Ja. Ich kann halt niemanden ausschließen und niemanden saven, machen wir leider. Skip. Ich schicke jetzt mal Claudio eine Sprachnachricht. Vielleicht hört er sie sich an. Ich glaube es einfach nicht. Du bist so ein frecher Dude, ey. Wie kannst du einfach... Du weißt genau, dass ich gerne mitspielen will. Warum killst du mich einfach? Was soll das, Claudio? Vielleicht hört er sich das jetzt laut an. Das wäre mega gut. Weil dann würde Kahn das mithören. Hier ist niemand. Ist denn oben jemand? Das wäre natürlich jetzt geil. Aber oben ist niemand. Schade. Was ist denn mit den Lichtern los heute? Ja, ich wusste es. Auch sogar René. René auch. Jawohl. Aber Claudio habe ich schon. Claudio, ich habe dir auch den Vote gerade gegeben. So, okay. Weil du hast für mich Claudio wieder zu. Du hast wieder für mich zu viel geredet. Na gut. Ich habe Claudio gerade eine Sprachnachricht geschickt, in der Hoffnung, dass er sie sich laut anhört und du das dann hörst. Nee, habe ich nicht. Ja. Ich habe die Map jetzt mal gewechselt. Kannst du das? Mit einem Ding? Hier ist der neue Code. Nein, ich habe einen neuen Code. Okay. Bin auf dem Weg. Ich habe einen neuen Server. Ja, also. Was? Ja, die anderen, warum sind die gequittet einfach alle? Weiß ich auch nicht. Leider. Ich glaube, weil die nicht wussten, wer es sein könnte. Wer hat Danja direkt als erstes erwischt? Claudio, der Frechter. Und was hast du in der Sprachnachricht? Du bist so ein frecher Dude, ey. Wie kannst du einfach meine Claudio gerne mitspielen will? Warum killst du mich einfach? Stimmt, wir haben jetzt einfach schon 17 Minuten Rohmaterial und Danja hat einfach vielleicht 2 Minuten gespielt. Ey, es war so lustig. Danja stand da und ich dachte mir so, du musst es tun, du musst es tun. Ich verspreche Danja, falls ich Imposter bin, lasse ich dich am Leben. Danke, das ist aber nett. Und lasse dich rausvoten, wenn überhaupt. Denk an meine Worte. Denk an meine Worte. René schon 2-mal Imposter und 2-mal gewonnen, nicht schlecht. Ehrlich, nicht schlecht, René. Guter Titel für euer Video auf jeden Fall schon mal. Ja. Ich komm auch. Ich bin auch. René, nimm auch die Weihnachtsmütze. Da kann ich natürlich. Wobei das Klopapier natürlich eigentlich schon ein bisschen schicker ist, aber. Wir sind die Weihnachtscrew. Da kann ich natürlich nicht nein sagen. Die Christmas Gang! Ja, so in der Art. So, okay. Gut. Ach, Leute. Beats hier nicht rausgehen. Viel Spaß. Viel Spaß. Ach, Mann! Jetzt sind wir zumindest 10. Viel Spaß. Let's go! Okay, let's go! Komm schon, Imposter bitte wieder direkt in dieser Runde. Das wäre so gut. Ich hätte so Lust. Ach, Crewmate. Schade. Ist nicht schlimm. Versuchen jetzt mal als Crewmate ein bisschen was rauszubekommen wieder. Auf der Map, wo wir uns zumindest auskennen. Okay, ich gucke jetzt, wer zum Karte-Swipen kommt. Danja ist da, okay. Claudio kommt nicht immer unbedingt zum Karte-Swipen, aber René schon wieder. Also, das ist für mich wieder eine Sus-Aktion. Immerhin tue ich was fürs Gemeinwesen, ja? Ich sorge dafür, dass hier Benzin aufgefüllt ist. I'm trying my best, you know? Just trying my best. Schon wieder dran, wie ist das denn? Okay, wo? In Communication. Ja, er sagt Purple, klar. Weil ich war in Communication, ich habe gesehen, dass da was ist. Ich habe geschaut, ob ich jemanden noch finden kann, aber ich habe keinen gefunden. Ja, darf ich eine andere Frage kurz stellen? Ja. René, warum bist du nicht zum Karte-Swipen gegangen? Bin ich doch. Direkt, wir sind direkt doch am Anfang. Wir sind doch aneinander vorbeigelaufen. Aber nicht am Anfang. Doch klar, das kann Danja auch bezeugen. Nein, Danja war mit mir da, aber Danja, wir waren alleine. Da. Das weiß ich nicht, ich habe Karte geswiped. Also als ich gegangen bin, war niemand mehr da. Doch, aber du hast mich doch gesehen. Also du kannst es auch gerne auf dem Video nachgucken. Nein, ich habe dich nicht gesehen. Ja, wir sind aber trotzdem aneinander vorbeigelaufen. Also ich war 2 Sekunden später dran. René, ich habe dich doch nicht gesehen. Ja, du kannst es gerne im Video nachschauen, ich war da. Gut, ich muss tatsächlich sagen, Claudio, ich glaube, grau gerade ein bisschen mehr. Ist okay, ich bin jetzt halt nicht grau, ist eigentlich auch nicht, weil man kann aus Communication nicht rauswenden. Es ist jemand, der sich rechts aufhält, der bei Navigation oder oben ist. Khan, mit wem warst du bei Electrical, kurz? Mit grau, mit pink und mit blau, glaube ich, aber das war deutlich davor. Das war okay, deutlich Khan, davor. Ich werde wahrscheinlich jetzt raus sein, dann achte mal auf grün, Danja und René. Okay. Okay, ich bin wahrscheinlich raus. Ich vote einfach irgendjemanden.
Oh, nee, grau Sache. Ist es nicht. Grau ist du, das hast du doch gerade selber gesagt. Nee, hab ich nicht, Karl. Lies den doch mal. Nein. Hab ich nicht gesagt. Claudio, ist es so Claudio. Dermaßen. Nein, bin ich nicht, Karl. Hör einfach zu. Was hab ich gar nicht gesagt. Wieder? Das ist wieder so ein Müll, was die beiden erzählen. Ey, Karl ist wieder am Lügen. Er hört nicht zu. Er hört nicht zu. Das gibt es nicht. Der junge Mann hört echt nicht gut zu. Der hat echt was an den Ohren. Ehrlich. Immerhin lebe ich noch. Ich habe die erste Runde überlebt. Das ist ja schon mal mehr als in den letzten Runden. Bitte tu es mir nicht an, René. Bitte mach es nicht. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Ich bin nur gespannt, wer es noch ist mit René. Ob es einer von uns ist oder... Weil wenn, dann müsste es jetzt passieren eigentlich. Ob du mir glaubst oder nicht, ich wusste es doch, Leute! Ich hab ja wirklich nicht die Karte geswiped. Oh, sorry. Danke, dass du mich nicht getötet hast, René. Gern geschehen. Aber warum quitten denn alle? Die Runde ist so schnell vorbeigegangen. Ich wusste es. Guck, René, tut mir leid, du musst ja eine neue Taktik ausdenken. Ey, aber das sag ich jetzt. Könnte ich ja zugeben, aber ich war wirklich beim Kartenswipen, weil ich ganz genau wusste, dass du damit ankommen wirst. Nein, aber du warst ja nicht da. Doch, ich war wirklich da. Du kannst es gerne nachschauen. Ich war zwei Sekunden später da, weil ich noch was in die Kamera gesagt habe. Aber kann auch bei mir, ich habe gesagt, grau kann es nicht sein, weil er von links reinkam. Du musst genauer zuhören. Ja, kann sein. Ich habe auch dich gewählt. Ja, super. Ich habe grau gewählt. Gut, bis gleich. Dann ja Glückwunsch zur ersten Runde. Hat sie zumindest mal geschafft. Okay, gut. Ich bin Imposter, aber ich werde jetzt die erste Runde erstmal stillhalten. Gut, ich gehe jetzt kurz zu den Lichtern, werde mithelfen. So. Gehe dann zu Storage. Mache das hier. Füll auf. Und gehe zu Lower Engine. Und mache das hier voll. So. So, ich hoffe jetzt mal, dass hier keiner rausgewendet kommt. Das wäre nämlich typisch. Gerade bei Electrical. Okay, jetzt kommt Rot. Rot hat aber offensichtlich nicht vor, mich zu erwischen. Nee. Noch Communication. Okay. Also ich war gerade bei Upper Engine und ich war Shields. Bei Security vorher. Oder Next, also neben Shields ungefähr, wenn man so zwischen Communication und Shields ist. Ja, er war ein Shields, ich weiß. Ich habe ihn noch gesehen, ich bin noch dreimal an ihm vorbeigelaufen. Ich wollte wieder den Imposter suchen. Gute Mission. Das ist auch schon wieder jetzt eine ganz komische Aussage. Ja, aber in der letzten Runde war es auch so und da wurde, war ich ja auch nicht damn. Also ich kann ja kurz sagen, was ich über Security gesehen habe, wo O2 ja, kam. Und zwar, also grün war bei mir, glaube ich. Ich habe, sag mal schnell, lila gesehen, hat gefixt, also hat O2 gemacht, Oxygen. Und grau habe ich gesehen, aber bei grau war das Problem, Grau hat ein bisschen gezögert, ist dann rausgegangen und hat dann die ganze Zeit im Gang gewartet. Also Grau war für mich in der Situation ein bisschen sus, aber ich habe nichts leider gesehen. Kann. Du warst doch zuletzt in Security, meinst du? Da warst du Upper Engine. Genau, also, Security und dann wollte ich zu Upper Engine und da kam mir Rot entgegen und Rot ist jetzt aber schon raus. Also genau. Ein ganz, ganz leichter Sus auf Grau, weil der in der Gegend war. Also der war... Genau, also bei mir auch. Grau war bei Storage und dann bin ich eben zu Communication und Shields gelaufen und da lag dann... Also ich habe nichts gesehen, ganz kurz, aber war halt ein bisschen sus. Ich skippe aber erstmal. Warum hast du nicht den O2-Oxygen gefixt? Hab ich doch. Okay, du hast es gefixt. Weil kann hat nicht... Ich hab das gefixt. Ja, ich hab sie nicht gesehen, aber das muss nichts heißen. Ja, okay, das Grau jetzt auch auf mich geht, also... Okay, beobachten. Ja, Grau auf jeden Fall im Kopf behalten. Ja, aber das Problem ist, Leute, es ist halt jemand entweder bei... Also Karl meint ja bei Security, es ist jemand von Security zu Electrical gewendet oder... Jetzt kommt das große Oder... Kahn ist zu dem Zeitpunkt rausgelaufen und ja, sieht jetzt schon wieder gegen Licht aus. Ja, es ist Kahn, ich wusste es, ne? Okay, alles klar. Ja, ich hab ihn erwischt.
Stacke. Wen? Grau. Wen? Grau. Ja, ja, ich weiß, dass er jetzt mich sagt. Stacke. Stacke? Mhm. Beim Lichterfixen gerade. Und Claudio und ich kam von Storage, wollte Benzin füllen, dann gingen halt du, die Lichter aus. Du, wenn es aber ein Stackkill ist und du reported hast. Ja, weil ich damit dann natürlich... Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du es bist. Nein, nein, er hat ja damit gerechnet. Doch, doch. Nein, glaub es mir. Glaub es mir, weil wir waren zu dritt da. Und ich bin schon auf... ich habe die Lichter extra nicht gefixt, sondern ich bin drüber gegangen. Ne, also auf diesen, wo Report-Button immer kommt. Und natürlich kam er direkt, weil er damit gerechnet hat. Und natürlich geht er jetzt auf mich. Für mich ist das klar, sorry. Also für mich ist das klar. Ihr könnt natürlich mich wählen, ist auch okay, Danja. Hast du wahrscheinlich auch, aber für mich ist es grau, ganz klar. Es ist nicht für mich nicht, sondern ich hab's gesehen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, dann können wir die Runde halt nicht gewinnen. Mhm. Ja. Kahn, ganz so dumm bin ich nämlich nicht. Ja! René, wer hat dich denn erwischt, René? Mich hat dunkelgrün erwischt. Ja. Mhm. Warum bist du aber auch so doof und sagst dann noch, dass es ein Stackkill war? Ja, hör mir doch wenn mal genau zu. Weißt, hör mir doch mal zu. Immer der doch... eigentlich sass sein ja, muss, ich weiß, der... ich weiß. Hör mir doch mal zu. Ich höre euch die ganze Zeit zu, weil ich nämlich gar nicht mitspielen darf. Ja. Ich habe doch gar nichts gemacht. Also, das Problem war, ich habe eigentlich gehofft, dass, dass er nicht grau erwischt. Dass Grau keiner erwischt und René auch nicht. Weil, wenn René noch am Leben wäre, wenn er noch am Leben wäre, dann wäre er auch mit auf Grau gegangen. Würde ich jetzt mal behaupten, oder René? Ja, auf jeden Fall. Grau war für mich so sass wie noch nie jemand zuvor. So, und ich bin mal wieder Crewmate. Langsam ist es lustig. Einfach das ewige Gut, das mit dem Stackel war wirklich nicht so gut gespielt, aber ich hab nicht drauf. Du bist nicht gemutet. Das kann nicht sein. Moment, Moment, Moment. So schnell kann man das nicht auffüllen. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Okay, Moment, Moment, Moment. Wenn jetzt Lila nicht mehr drin ist, dann ist er es. Komm jetzt bloß nicht wieder hoch. Okay. Ganz kurze Frage. Ja. Warum, wenn Visual off sind, warum kann ich sehen, dass sozusagen der Müll entleert wird? Das ist normal? Siehst du nur bei dir. Das siehst du nur bei dir. Okay, alles klar, okay. Security. Danja ist es auf jeden Fall nicht. Danja, wer war alles mit dir drinne? Wo? Danja? Ja, wo denn drinne? Ist Electric. Ihr wart eingesperrt. Vielleicht hast du das nicht gesehen. Ich war nicht eingesperrt. Achso, nee, ich war nicht eingesperrt. War keine Ahnung. Ich habe hinten die Tasks gemacht. Genau, du warst, warte, du warst mit. Ja, warte, ich weiß es leider nicht mehr, weil ich habe Tasks gemacht. Du warst mit Lila, Pink warst du und noch jemanden. Weiß ich nicht. Woher weißt du das? Weil ich vor der Tür stand und gehofft habe, dass Pink wendet und dann die Türen aufgehen und er nicht mehr da ist. Aber ihr wart zu dritt da. René, warum sagst du, es ist definitiv Kahn? Nein, safe im Sinne von... Achso, du safest ihn, okay. Ja. Wo warte denn, René? Bei Admin und bei Storage. Bei Admin und bei Storage, okay. Ja, dann ist es für mich ein Self-Report, weil Rot kam raus und ist da hingelaufen in die Richtung, obwohl Rot oder Grün oder Grau. Ja, dann schreib mal rein. Nee. I'm worried about Purple, I didn't see killing moment. Be careful, hä? Warum Purple? Ja, wir können aber auch nochmal skippen. Who was all in pink? Oh, who was all in... Ja, irgendwie können sich nur alle sichern, ne? Ja, ich skippe auf jeden Fall. Ich habe nichts gesehen. Ja, ich skippe auch. Rot, Grün, Grau und Gelb, würde ich sagen. Ich weiß halt nicht, wer noch bei Danja war. Gut. Ist ja nicht viel passiert. Ja. So, oder ist es wirklich René und Kahn, die sich gegenseitig saven? Lila, Pink kann es eigentlich nicht sein. Da gehe ich bestimmt nicht alleine hin. Ja, Gelb geht jetzt dahin, weil Gelb jetzt denkt, ich bin's. Weil Visual Tasks off sind.
Es könnte natürlich auch sein, dass es gelb ist. Weil gerade die Tür aufging. Als schnell wieder einschalten, weil ich werde hier immer gekillt. Nichts passiert. Hier im Post ist bisher nicht so fleißig. Tatsächlich muss ich sagen, dass gelb ein bisschen sus ist. Weil ja, finde ich auch. Als die Lichter ausgegangen sind, hat sich gelb bei Security versteckt. In einem sozusagen nicht im Gang, aber so, dass ich sie auch nicht sehen konnte. Aber ich war gerade bei Security bei den Camps und bin dann da vorbeigelaufen. Wo wurde die Leiche gefunden? Wires, aber wo sind Wires? Weiß das jemand? Was? Nö. Es gibt verschiedene Wires. Deswegen frage ich mich ja gerade. Junge, ich kenn's nicht. Storage hat Grau auch noch geschrieben, vielleicht war das gemeint. Wie gesagt, und dann ist Gelb mit mir Richtung Electrical gegangen. Aber hat nichts gemacht. Entweder Kill-Cooldown oder wollte halt so ein bisschen... Ja, also Gelb war zwischendurch bei mir in Navigation, was ja eigentlich auch eine sehr gute Gelegenheit ist, um jemanden zu erwischen. Hat er da auch nicht gemacht. Also auch entweder Kill-Cooldown oder... Aber weil ich glaube, Gelb kam von oben. Aber ich Gelb war jetzt zuletzt in Upper Engine. Er ist mir entgegengelaufen von Medbay. Genau, der ist halt zu Security gekommen, hat aber die Lichter... Also ist nicht zu Electrical weitergelaufen, sondern hat erstmal bei Security gewartet die ganze Zeit. Aber nicht im Gang. Ich wähle erstmal. Für mich ist Gelb irgendwie sus. Ich weiß nicht wieso. Ja, ich auch. Ich habe niemanden gesehen. Also sehe ich auch so. Ich habe nur Gelb gesehen, Grau und Pink. Euch alle, den Rest habe ich gar nicht gesehen, leider. Für mich ist Gelb sus. Okay, bin jetzt mal gespannt. Ich glaube, es waren wir vier, die Gelb rausgewortet haben. Na, wahrscheinlich. Schade. Ach, Mann. Schade. Okay, ich lag komplett falsch. Aber ich dachte, es wäre gelb. Okay, meine Aufgaben sind durch. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz zu Security. Okay, Danja ist gerade hier die ganze Zeit. Ich guck mal, was hier so abläuft. Danja, bitte nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal wieder zu Electrical, um die Lichter anzumachen. Okay, René ist jetzt... Also, Kahn? Ich hab. Ja. Wo bist du? Ich war mit Danja bei Security die ganze Zeit. Die ganze Zeit? Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, aber die ganze Danja, Zeit. Ach, du bist gar nicht weg, Danja. Ich dachte, du bist weg. Oh, nein, Danja ist blau. Ich bin nicht weg. Dachte ich okay. Auch erst. Also ich René, du bist ja von Cafeteria nach unten gelaufen, ne? Genau. Ja. Wo hast du ihn gefunden? Vor dem Eingang zu Electrical, weil ich wollte gerade die Lichter fixen. Das war ja auch in dem Moment. Und da habe ich dann. Also Danja kann ich ausschließen, René, dich kann ich leider noch nicht zu 100% ausschließen. Mich könnt ihr ausschließen, wisst ihr warum? Wieso? Weil ich in Reaktor noch drinne bin, ich hab mich hinter der Tür versteckt quasi, ich hab geguckt, ob die Kamera noch an ist und sobald sie aus ist, würde ich reinlaufen und dann sehen, ob du oder Danja es ist. Das heißt, wir drei sind links. Also für mich, es könnte... Doch, ich bin bei Reaktor, ich hab die 1, 2, 3, 4, 10 Aufgabe da gemacht. Also Grau könnte sus sein, weil Grau ist auch direkt am Anfang zu Electrical gelaufen und das ist für mich auch immer so ein typischer Imposter-Move, halt zu Electrical zu laufen und zu gucken, ob man da einen Kill abstauben kann. Wir müssen halt einen von denen jetzt rausworten, damit kein Double-Kill passiert. Für wen entscheiden wir uns, das ist jetzt die Frage. Also René ist tatsächlich auch leider sus. Ja. Du bist für mich auch nicht ganz raus, Claudio. Für diesen Kill kann ich nicht in Frage kommen. Den nächsten gerne, aber nicht jetzt. Warte mal, sind noch zwei Imposter übrig, richtig? Ja, wir müssen einen rausholen. Kahn, Danja, schnell. Kahn und Danja auch dabei, weil ihr beide gerade Yellow gesusst habt. Ich wollte René, keine Ahnung. Oh, okay. Das war eine ganz schön dumme Entscheidung. Ja, ich war ja nicht alleine mit der Entscheidung. Ja, ich mein's auch an alle. Nein, René ist es nicht. Nein, ich hab Claudio gewotet. Ja, natürlich hast du Claudio gewotet. Ich glaube aber Graus ist es auch. Weil guck, er läuft schon wieder zu Electrical. Schon wieder. Grün und... Ja, okay. Ja, es waren doch die okay. Ja, okay. Also, Grau dachte ich schon, Grün dachte ich mir vielleicht auch, aber ich habe zu wenig von Grün einfach gesehen, die Runde. Wir brauchen echt mehr Redezeit, weil... Ja, ich stell das mal ein, warte. Nee, weil ich konnte...
Ich habe einfach jetzt René gewurzt, weil ihr labert doch die ganze Zeit. Warum könnt ihr euch in euren 3 Jahren, die ihr labert, nicht... Ja, ich glaube, das lag in der Zeit wirklich daran, dass es sehr, sehr unklar war und nicht... Mach Voting Time ein bisschen runter, kann. Also Voting Time kannst du ruhig runter machen. Sonst müssen wir 2 Minuten warten immer. Oder 1 Minute. Und ich bin mal wieder Crewmate. Können wir da draus irgendwie so ein Running Gag machen? Ich glaube, meine Imposter-Runden habe ich jetzt erstmal für 3 Monate verbraucht. Ich glaube, so lange werde ich jetzt kein Imposter mehr sein. Irgendwann werde ich einfach rausgevotet, weil sich niemand mehr vorstellen kann, dass ich schon wieder Crewmate bin. But I am. I really am. A Crewmate. Crewmate life. Oh. Okay. René, Sass, ganz klar. Mhm. Ja, war mir jetzt schon klar, dass das kommt. Und ich kann dir auch eine Sache sagen, wenn du das jedes Mal durchziehen möchtest nein, mal auf die Taskbar, weil die sich ganz genau bewegt hat, als ich die Karte geswiped habe. Nein, nein, das nicht. Close the doors, but... Nee, komm, Moment. Schreib das lieber nicht rein, sonst hast du René unnötig, sonst ist da raus. Nein, warum? Die Türen sind zugegangen und du bist reingekommen, aber René hat das nicht gesehen. Ja. Und René hat das nicht gesehen. So, und das René wollte mich eigentlich erwischen und wäre dann gut raus, weil Danja war auch beim Karte-Swipen und wenn Danja mit diesem Move gekommen wäre, weil er damit gerechnet hat, dass ich wieder diesen Move mache, deswegen ist er da hingekommen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es René ist. Das heißt trotzdem nicht, dass ich der Imposter bin. Aber ja, kannst du gerne machen, allein schon für die Genugtuung, damit du gleich siehst, dass ich es nicht bin. Kannst du gerne machen. Ja gut, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es René ist. Hier ist die Stimme aus dem Jenseits, bitte rächt mich. Moment, wir kennen es ja, wir haben ja auf Admin-Puls gesehen. Braun und Rot können sich saven anscheinend. Ja, weil es... Okay, also es sind Rot und Braun. Warum skippen denn alle? Wenn ein Double-Kill passiert, sind wir raus. Okay, nee, 3 Kills, aber trotzdem. Wir hätten doch einfach ausschließen können. Glück gehabt, René. Für mich ist René sass. Es tut mir leid, aber es ist einfach so. So, wir gehen nochmal zu Medbay. So. Was habe ich gesagt? Khan verdächtigt mich. War genauso, wie ich es gesagt habe. Aber, wie wir es auch noch sehen, vor allem sind jetzt noch 2 Imposter unter uns. Jetzt gehen hier die Türen zu. Ich hoffe mal nicht, dass Rot und Grün das sind. Tja, Leute, was machen wir jetzt? Okay, Türen gehen wieder auf. Audio läuft jetzt an mir vorbei. Wir haben noch eine Task unten, aber wir machen jetzt erstmal die Task hier. Da ist auch noch keiner. Okay. Also ich habe eine Theorie. Ja, bitte. Ich glaube, wo war der Kill? Direkt oben bei Weapons. Okay, gut, dann ist meine Theorie nicht richtig. Weil ich war oben bei Medbay und jemand hat Medbay abgeschlossen. Es war keiner drin. Ich habe vielleicht gedacht, jemand vantet sich da rein. Wenn jetzt der Kill bei Electrical wäre, wäre es was anderes. Warte mal, eine Sekunde. Claudio, wir haben uns auch unten links bei Lower Engine gesehen, zwischendurch. Ja, ich bin auch rumgelaufen. Khan hat mich dann bei Medbay gesehen. Claudio ist an mir vorbeigelaufen Richtung Cafeteria. Okay. Ja, das passt. Okay, dann passt das. Okay. Also ich habe einen nicht gesehen und zwar war das Braun. Braun habe ich nicht gesehen die ganze Zeit. Ja, deswegen frage ich mich auch gerade, weil er schreibt, er war ein Admin, aber er kam relativ schnell nach oben. Wie schnell kam er? Also er könnte kurz aus dem Vent zwischen Navigation und so gewendet sein. Lime. Ja, ich glaube, Lime oder Braun jetzt? Nee, ich meine Braun. Aber er war mit Lime. Er sagt Skip. Ja, er hat dich ja auch gesehen. Lime gedroht. Lime ist aber jetzt rausgegangen. Das heißt, also ich glaube Braun. Ich würde auf Braun gehen. Warte, 2, 4, 2, 4, 5. Okay, nee. Das heißt, Lime ist ja Imposter. Nee, Lime ist Imposter. 2, 4, 5. Ja, aber es ist ja immer noch einer da. Ja. Obwohl, nee. Stimmt, das kann gar nicht sein. Nee, Lime ist nicht Imposter. Das war dumm von mir. Also ich würde auf Braun erstmal. Ich würde tatsächlich auf Rot gehen. Ich habe Rot nicht einmal gesehen. Doch, Rot habe ich zwischendurch mit Lime gesehen. Ich habe Rot mit Lime gesehen.
Boah, ich kann ja nicht gar keinen verstehen. Ja, das stimmt. Ich war mit den beiden auch unterwegs. Die sind bei mir an Medbay vorbeigelaufen. Rot kann es eigentlich relativ sicher nicht sein, weil dann hätten die beiden mich erwischt. Ich skippe. Ein Kill und wir haben verloren. Warum denn Claudio? Ich habe dich nicht gewartet. Ich habe auch Braun gemacht. Also ich sage, es ist Claudio und Braun. Weil Braun hat Claudio gerade geschützt und gesagt, das ist no Self-Report. Und Claudio hat bei Braun auch nicht viel gesagt und ist jetzt geskippt. Ich glaube, es ist Braun und Claudio. Ich glaube, es ist Braun und Claudio. Ah, da, gewantet. Schade. Ah, ich wusste, also ich hab, Braun hatte ich auf jeden Fall, ich hatte Claudio auch noch, weil Braun hat Claudio eben gesaved und gesagt, no self-report. Ja. Deswegen dachte ich eigentlich, ihr beide seid es, weil du auch zu Braun nichts gesagt hast. Nee, ich hab, aber die waren schon gut, die waren gerade ein echt starkes Imposter-Duo. Nee, aber ich hab doch gesagt, ich save Braun, ich kann. Ja, aber du hast nichts gesagt, also wegen dem Skippen dachte ich, weißt du? Aber was uns natürlich jetzt auch auf eine ganz falsche Fährte gelockt war, dass Hellgrün rausgegangen ist, ne? Ja, ich glaub, das ist mal so eine Sache. Weil er mit Rot halt rumgelaufen ist, ne? Ja, genau. Weil dadurch dachte man, okay, Rot kann es dann eigentlich nicht sein. Nee, weil er hat ja gesagt, er war Admin und er war aber relativ schnell hinter mir. Da dachte ich mir so, er ist rausgewendet in Cafeteria, das könnte halt sein, aber... Ja, nicht schlecht gespielt. Die Imposter haben sich gut gemacht. Die waren beide sehr stark, jetzt muss ich sagen. Die haben das gut gemacht. Und das gut gemacht. Ja, macht Spaß, so gegen... Ja, wenn gute Spieler dabei sind, habe ich auch kein Problem zu verlieren. Ja, das stimmt. Keine Money! Okay, eine weitere Runde. Crewmate! Ey, ich bin nur Crewmate. Okay, ich war einmal Imposter, aber mehr auch nicht, ne? Eigentlich ist es nie klug. Guck mal, Kran, siehst du mich, Kran? Ich gehe jetzt in Navigation rein. Ich hoffe, du hast mich gesehen. Wenn ich weg bin, dann weißt du, René ist es. Tja, so, die ist jetzt auch fertig. Hier ist gerade niemand, dann machen wir hier mal unsere Aufgabe. Wir schauen jetzt mal, ob Orange... Okay, das war jetzt gerade ziemlich verdächtig. Es sah mir gerade so ein bisschen danach aus, dass Orange die Task gefaked hat. Müssen wir mal im Hinterkopf behalten für die nächste Diskussionsrunde. Mann! Tja, Daniel hat's auch erwischt. Ey. Wer ist denn Camps? Lower Engine. Ich war Richtung von Cafeteria zu Admin also, gerade. Ich also hab Mad Bay gemacht und dann... Also für diese beiden oder drei Leute, die erwischt wurden, kann ich zwar Orange safen, dass Orange es nicht gewesen ist, aber Orange hat für mich, für meine Begriffe in Navigation, die Task eventuell gefaked. Deswegen würde ich Orange auf jeden Fall auch im Hintergrund. Ja, warte mal. Ah, nee, okay, ich bin gerade voll verwirrt gewesen. Sorry. Also, ich meine, wie gesagt, das. René, warum hast du denn nicht die Karte geswiped? Die hatte ich einfach nicht als Task. Du hast aber das auch echt eine Obsession mit Karte swipen. Ja, aber das, ne? das ist aber eine gemeinsame Task, weißt du, ne? Nee, die habe ich aber auch nicht gehabt. Nein, ich hatte die auch nicht. Moment, Kahn, also, drittes Mal jetzt der Vorwurf mit Karte swipen, drittes Mal liegt Kahn falsch. René, ich hab dich erwischt. Ich hab dich erwischt. Nee, Karte swipen hab ich auch nicht gehabt, glaube ich. Wir hatten das nicht. Ja, also hatten wir auch nicht, aber so wie du die Frage beantwortet hast, war das ein bisschen sus. Nee, Moment, ja, kann man das eigentlich alles sagen können. Ich war bei Mad Bay und bin Richtung Admin gegangen gerade, durch Cafeteria. Ich hab nichts war jemand gesehen bei vorne. Dir? Nein, ich war die ganze Zeit alleine. Sus. Ja, ich weiß, ist auch so. Oh, Digga, ist echt schwer. Nee, keine Ahnung, ich hab nichts gesehen. Orange würde ich ausschließen, nicht unbedingt, aber der läuft komisch, gesagt, aber der Orange, ist jetzt zuletzt. Der läuft komisch. Orange kann ich nicht erwischt werden, würde ich aber als zweiten Imposter im Kopf behalten. Ich glaube, es ist ein Self-Report tatsächlich. Es ist ein Self-Report, glaube ich, beim ersten. Also ich bin mir nicht sicher. Blau ist noch da und Grau ist auch noch da, aber. Ist schwierig. Oder Kahn, ne? Kahn ist auch noch nicht raus. Ja. Nee, ich bin's diesmal nicht. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, es wäre so. One Imposter, oh, okay, ja gut. Ja gut, dann haben wir die Runde schon quasi so gut wie gewonnen. Wenn noch einer übrig ist, dann passt das doch. So, also entweder der muss auch die Task machen oder der erwischt mich jetzt. Wir
wissen jetzt, was richtig war. Tja, und es kommt natürlich auch keiner vorbei, um mich jetzt hier mal zu reporten. Okay, gefunden. Wo? Blue. Wo? Orange war auf jeden Fall, wollte ich auch schon sagen, wäre nicht sus gewesen, weil Orange hat nicht den Upload gefaked. Saw him clothing the doors. If not, Blue, vote me next round, please. Ist sowieso nur noch eine Poster da. Ich würde Khan vertrauen, so wird er nicht spielen, ja, wenn noch eine Poster da wäre. Ich vertraue dir. Ja, also blau ist es. Ich hab's gerade. Er hat die Türen geschlossen und er hat mich aber nicht gesehen, dass ich noch drinne war. Und wie gesagt, okay. ihr könnt mich Nee, ich vertraue dir. Er ist auch raus. Ja. Sehr gut. René, du warst es also doch nicht. Ach, wer hätte das denn gedacht? Das war wirklich nur Spaß. Ich hab's in der Runde angekündigt und gesagt, dass ich sozusagen ihm einfach wieder vorwerfe, dass er die Karte nicht geswiped hat. Gute Runde. Ja, ja, macht also Spaß, muss ich ehrlich gestehen. Er hat mich einfach nicht hinter den ganzen Sachen bei Storage gesehen. Er dachte, ich wäre Richtung Edmund gegangen und in dem Moment hat er halt Orange erwischt. Harold, hi Harold. Ey. So, ich denke, eine Runde kriegen wir noch hin. Oh, da ist jemand auch in unserer Weihnachts-Crew. Ja. Der ist rausgegangen. Christmas Crew. Okay, viel Spaß. Viel Spaß. Keine Money. So, letzte Runde, wahrscheinlich. Ja. Hey, du bist. Ich bin seit fast einer Stunde und ich war kein einziges Mal Imposter. Was ist denn das? Noch ein bisschen Sabotage. So, es hat gedauert. So, dann gehe ich mal hier rein. Ach, bitte die Runde nicht vorbei. So, jetzt ist ja hellgrün. Was? Yay, ich lebe doch. Ist es nicht wundervoll? Oha. Heftig, oder? Koms. Nee, es sind ja zwei gequittet und zwei wurden erwischt. Khan kam von Koms. Wo hast du denn? In Koms und Koms unten in dem Shields. Also ich war auf der ganz anderen Seite. Ich war links die ganze Zeit. Mit niemandem. Wirklich mit niemandem. Ich habe kurz grau gesehen. Ja, also, ich bin von da gekommen. Claudio, hast du recht. Wo lag denn die Leiche? In Koms. Ja, aber wo in Koms? Direkt in Koms drinne. Wenn du Koms reingehst, ist er direkt da drinne. Okay. Ich bin bei Koms nicht reingegangen. Also, ich bin einfach direkt zu euch nach oben gekommen. Wer ist dir entgegengekommen, Khan? Ja, ihr. Ich weiß nicht. Du warst in der Gruppe mit Blau, glaube ich, ne? Blau ist nach unten gelaufen. Nee, René war da und Lime. Aber ich weiß also nicht, wo Lime herkommt. Ich bin ja euch entgegengekommen bei Navigation da. Weil ich bei O2 dann meine Task gleich machen wollte. Aber da war halt die ganze Gruppe. Also du und noch irgendwer. Ich weiß nicht wer. Ja, Peugeot sind oft richtig. Lime war da, aber René, wo? Ach, René ist nicht mehr am... René Wart ist mal. Weg. Also ich habe Lime nicht gesehen. Moment. Danja. Ich bin gleich raus. Es ist Khan oder Lime. Hä? Ihr wolltet einen Double Kill machen. Nein, ich hab... Was für ein Double Kill? Wo sollte ich einen Double Kill machen? Khan! Du und Lime seid Navigation. Es ist Khan. Danja, vote da Khan raus. Es ist Khan. It's Khan. Wie kommt er denn jetzt auf Moment. Khan, René war noch gerade Navigation. Ich lauf nach unten. Lass doch Lime. Lime ist zurück. Warum seid ihr nicht auf Lime gegangen? Moment. Khan, das kann nicht sein. Was hast du denn da gemacht? Die wollten einen Double Kill machen. Die wollten einen Double Kill machen! Ja, er hat mich erwischt, Claudio. Aber er hat nicht recht. Nein, er hat's. Ich bleib bei Danja. Ich muss bei Danja bleiben.
Ich bleib nur noch bei Danja. Das Ding ist halt, die Tasks sind halt noch nirgends. Werden definitiv nicht fertig mit den Tasks. Bitte nicht, Claudio. Danja, du hast gesehen, die Türen waren zu? Ja. Ja, es ist, also es ist klar, wer es ist, oder? Es ist Leim, okay. Ja. Oh, Gott sei Dank, ey. Also außer du hast jetzt Kahn verraten, das wäre auch heftig. Aber nee, Danja, ich war jetzt die ganze Zeit mit dir, das war auch mein Plan, dass ich mit dir bin. Ja. Weil wenn jetzt irgendwas passiert, dann wissen wir beide, und die Türen waren jetzt zu, sein Pech. Die wollten einfach frechen Double Kill machen, aber ich glaube, jemand von denen hatte Kill-Cooldown. Ich weiß es nicht. Warte, ich prank ihn jetzt, Danja. Warte, ich will mal sehen, ob er mitgeht. Ich vote dich auf gar keinen Fall. Es ist dein. I do think it's red, to be honest. Okay. Dann ja, er geht mit direkt. Nee. Okay, wir wissen's. Ja, die wollten einen frechen Double Kill machen. Ey, und ich wundere mich die ganze Zeit. Ja, wieso ist René die ganze Zeit so still? Und dann sagt noch Khan, wieso denn? Er war zuletzt mit ihm in Navigation. So frech, Khan. Aber ich glaube, dein Kollege oder du hattest noch Kill-Cooldown. Also, wenn du es jetzt wärst, dann wäre schon... Nee, dann ja wirklich, wirklich. Also vertrau mir da einmal. Einmal? Ich habe euch allen schon so oft vertraut. Lime Prank, jetzt bin ich gespannt. Er denkt, es ist einfach... Sehr gut. Sherlock Claudio. Okay. Ja, ich habe es gerade schon... lass noch eine Runde machen, weil die war zu schnell. Ich erkläre es kurz. Es war eine schöne Theorie, Claudio, aber es waren leider komplette Random Votes von dir, weil du komplett daneben gelegen hast. Also du hast mit den Impostern recht gehabt, aber deine Theorie war komplett falsch. Wirklich komplett. Wieso komplett falsch? Ja, also ich habe vorher in Storage schon jemanden gekillt und bin gar nicht in Comms reingegangen. Also Comms habe ich wirklich gar nicht gesehen. Ich bin zu euch gekommen. Ich habe auch René gar nicht gesehen. Doch, einmal kurz haben wir es, glaube ich, gesehen bei Navigation. Ja, aber kann sein, genau, aber ich habe darauf gar nicht geachtet, sondern ich habe nur auf Claudio und irgendeine Gruppe geachtet, die bei Claudio war. Also ich hatte mit Lime wirklich, es war eine gute Theorie tatsächlich. Aber hast du René beseitigt oder nicht? Nein, ich habe René nicht beseitigt. Ja, du dann Lime. Ja, aber mit dem Doppelkill, das war, also das hat ich habe bei Storage schon jemanden gekillt. Warte mal. Und wollte einfach, ja warte, ich würde es ja kurz erklären. Und wollte dann Richtung Navigation. Und das, was in Comms abgegangen ist, habe ich gar nicht gesehen. Der hat den nach mir gekillt. Also ich war gar nicht kannst da. Kannst du Braun mal kicken, bitte? Ja. Also es war eine gute Theorie, aber war leider komplett random. Ja, weil als René weg war, konntet ihr nur noch ihr beides sein, weil sonst hättet ihr beide was gesehen. So, und keiner sagt was, so. Das macht auch keinen Sinn. Ja, doch, okay. Aber du warst, wie gesagt, komplett auf dem falschen Pfad, leider. Also bei mir zumindest. Ja, aber weil es random war. Nee, war es nicht. Doch, es war random. Dass er jetzt so dabei bleibt, als wäre das voll die gute Theorie. Es war halt einfach random. Aber es war gut. Er hat es rausgefunden, aber es war random. So, René geht nicht direkt zum Karte-Swipen, warum auch immer. Das war's. Blau läuft vorbei und macht gar nichts. Ist auch gut. Entweder ist es blau oder nichts. Ui! Khan? Oh, Khan. Schade. Ich hab mich schon darauf gefreut, dass er mich wieder verdächtigt, weil die wegen Karte swipen. Ich wollte gerade auch sagen, du warst ja da. Ich hab dich gesehen. Ich kann dich, glaube ich, auch safen, weil du bist erst weggegangen, da hat sich die Taskleiste bewegt. Ja, Electrical? Das ist nett von dir. Danke. Aber Lights war nicht aus, also eigentlich muss man was gesehen haben. Nee, stimmt. Communications wurden sabotiert, aber Lichter waren noch an. Ja, da war ich auch gerade, ich wollte das gerade fixen. Sind die anderen beiden rausgegangen oder was ist. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, leider. Einer ist rausgegangen. Okay. Das heißt. Ich war links leider. Braun lügt. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen.
wäre noch bei Communications. Also ich bin gerade wirklich in Comms drin und versuche es zu fixen. Es kann sein, dass ich aufgrund der Task Braun nicht gesehen habe, aber... I am in Commons. Nee, da meint er es in Commons dann ja. Erst unten rechts neben Shields. Ja, da bin ich ja auch. Genau, das war ja auch gemeint. Was hat jemand von euch Scan? Ich bin auch in Comms. Medbay. Nee. Okay, warte. Schwierig. Guck mal gleich, ob ihr Medbay scannt. Ich guck auch gleich. Da können wir ja Blue erstmal saven, ob er es nicht ist. Da können wir mit ihm gehen. So können wir einfach den. Ja, ich würde skippen. Für mich macht es keinen Sinn alles. Ja. Dann ja. Och nö. Okay, jetzt müssen wir aber immer noch zu Communications, weil da immer noch sabotiert wurde. Claudio geht da ja gerade auch direkt hin. Und Braun auch. So, sehr gut. Das hat schon mal gut funktioniert. Jetzt kommt Orange. Das war so klar, das war so klar! Ich wusste es in dem Moment. Daniela ist noch da, okay. Ja, ich bin noch. Sorry, ich bin noch da, ja. Ja, nee, weil du, wenn du jetzt weg wärst, René, du kannst dich auch entstummen. Weil wenn du jetzt weg wärst. Nein, dann René ist weg. René okay. Ist tot. Wieso Emergency Meeting? Oder überhaupt? Weil wenn du jetzt weg wärst, dann wüsste ich, dass es pink ist, weil du bist nach oben gelaufen, pink ist hinterhergelaufen. Ja, aber warum sollte Pink dann Emergency Meeting? Nee, das verstehe ich auch gerade nicht. Das war ja meine Theorie anfangs, aber ist falsch. Also Blau stand gerade ein bisschen unnötig rum. Wo? So, Blau steht gerade in Cafeteria ein bisschen AFK rum. Double Kill und wir haben verloren dann, ja. Geil. Blue vote doch einfach. Keine Ahnung. Yay, are you done? Are you know what? What? Ob wir unsere Tasks fertig haben? Natürlich nicht. Ich habe noch viele, muss ehrlich gestehen. Na, wir müssen skippen leider dann ja. Die voten einfach. Das ist keine gute Runde. Wir haben leider verloren. Jetzt hör doch mal auf. Ja, Double Kill und wir haben verloren dann ja leider. Ja, dann müssen sie aber erstmal Double Kill machen. Wieso votet man dann random Pink ich raus? Hab ich glaube nicht gevotet. Jetzt wird's. Ja, jetzt haben wir. Leider. Ist das Claudio? Es könnte Claudio sein. Ja, ich glaube schon. Ja, es ist Claudio. Ich glaube, es ist Claudio. Ich verfolge ihn mal gerade. Boah, du. Ja, wusste es. Ich habe keinen Kill gemacht. Ich hab keinen Kill gemacht eigentlich. Ich habe einen Kill gemacht am Anfang und mehr nicht. Ja, mich hat Orange erwischt. Ja, Leute, ich das auch. War mal wieder eine XXL Among Us Runde. Ich finde heute. Und ich habe es heute geschafft, eine Stunde lang Among Us zu spielen, ohne ein einziges Mal Imposter zu werden. Ja, der Weltrekord geht weiter. Leute, ich finde, es waren wirklich sehr, sehr starke Runden. Ne? Also alle Runden hatten wirklich was Gutes. Ja. Entweder eine starke Imposter-Runde oder eine starke Crewmate-Runde. Hatten wir. Ach ja, stimmt. Zweimal haben, glaube ich, Crewmates gewonnen, ne? Ja, ja. Jetzt hier, letzte Runde war das ja auch gut, wo zwar Claudius Theorie falsch war, aber trotzdem den richtigen Imposter gefunden hat. Also, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Morgen gibt es, habe ich gehört, eine schöne Bescherung auch bei uns. Also schaut auf jeden Fall vorbei und auch bei René und Claudio wird es was Besonderes geben, habe ich gehört. Ja. Also schaut da auf jeden Fall auch vorbei bei Zock mit mir. Was? Ich habe gesagt, Alcaramba schaut bei Zock mit mir vorbei. Ja, Leute, macht's gut. Ciao. 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 Ciao.